Lustig. So, das hört sich auf jeden Fall nach Action an. Und sieht außerhalb der Cutscenes besser aus als in den Cutscenes, das ist auch schon mal spannend. Okay, Operationsbeginn. Ja klar, lässt sich bei Gelegenheit machen. Bei mir steht hervorragend. Servus, Aikut Meti. So, okay. Königskette. Gewährt den Status Schutzengel. Das ist ja geil. Automatische Wiederbelebung. Ja, machen wir mal Tutorien. Steuert die Kamera mit rechts. Und er treibt zentriert. Class Zero, respond. Class Zero here. Good, the comm arrived safely. Praise be unto the warrior who lost. Oh, Gina. I am Kurosame. I'll be your CO. Help me, please. Waffe ziehen und angreifen. Okay. Your objective. Locate the Empire's crystal gem. Was habe ich für eine Waffe, ist die Frage. Then neutralize it. Irgendwelche Karten. Animae zu entziehen mit Viereck. Ah, und damit können wir MP heilen. Understood. May the crystal guide you. Ich finde das ganz cool mit diesem Krams, mit diesen Boxenstopfung, sage ich jetzt mal. Hä? Aber ich habe das doch eingesammelt. Oh, 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 ich habe das geändert, du hast recht. Das hätte ich ändern wollen. Danke, Joschkev. Ich habe ohne zu ändern aktualisiert. So, jetzt probieren wir es gerade nochmal. Haben wir das jetzt leer gesammelt oder was geht da ab? Ach, ich muss das mit R1 markieren und mit Viereck dann aufsammeln. Okay, verstehe. Energiewelle. Okay, also zum Beispiel Anführer besiegen oder das Zeug sammeln. Mit L2, R2 können wir Ziel wechseln. Ah, okay, wenn wir stillstehen, wird die TP wieder regeneriert. Oh, das ist ja cool. Können wir es jetzt aufsammeln oder nicht? Jetzt kommt er, okay. Auch gesammelt. Sehr gut. Charakterwechsel, okay, wir können auch durchschalten. Geringe Mengen deines AB, Aktionsbalken. Über den Kommando. Achso, oben rechts ist, ich verstehe. Gelbe Symbole beim Kopf. Kritikalität. Ich habe aber gehört, das soll eigentlich ganz gut sein.
Gucken, ob die sich irgendwie ändern. Okay, der hat einen Speer. Okay, besonderes Symbol. Der da wahrscheinlich. Einfach ein Truff. Regenerationsportale. Okay, okay. Den haben wir umgehauen. War ja relativ einfach. Ah, okay. Also wenn wir den Anführer besiegen, dann können wir einen Mann packen. Okay, dann haben die anderen gleichzeitig aufgegeben. Beziehungsweise geben dann auf. Respawn. Das ist dann wohl eins von diesen Portalen. Yep. Ist aber, denke ich, wegen dem Tutorial so mit dem Schutzengel. Drücke die entsprechende Taste, um eine Angriffsmagie wie Eisbomb, Blitz, FLT und Feuergewirre auszulösen. Länger gedrückt halten. First, utilize the central lift. So, wie mache ich das? The Dominion's fate is in your hands. May the crystal guide you. Okay, jetzt haben wir was kaputt gemacht. Hä? Okay, das hat auf jeden Fall geklappt. Ich finde das Kampfsystem war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ehrlich gesagt. Okay. Jetzt könnten wir springen rein, theoretisch. Nice. Ja, das war früher so halt, ne? So, wie kann man das denn... Ne, ich will hier. Ja, dann blinkt so seine Hand, wenn man das wohl voll aufgeladen hat. Aber was ist denn da damit? Wie kann ich das aufsammeln? Vielleicht werde ich meine Waffe quasi wieder wegstecke. Lass es mal gerade ausprobieren. Blocken. Ne, ist dann auch nutzen. Das macht doch null Sinn. Wenn ich da was markiere. Okay, im Video. Wahrscheinlich. Oha, das Mutterschiff. What the ja, hell? Ey, was soll das denn? Back off, yo, crush up. Leave it to me. Okay, wir müssen ausweichen. Vita würde rein theoretisch gehen, damit können wir uns heilen, das ist schon mal logisch. Ich muss es nicht verstehen. I got this. Hä? Ja, willst du mich denn veralbern? Okay, er ist wiederbelebt, logischerweise. Aber... Macht doch gar keinen Schaden, ey. Oh, das ist ja geil. Wie ist es denn gekommen? Ich habe noch gar nichts gemacht. Kann ich da durch? Ja, aber das blockt wahrscheinlich so gegnerische Attacken auch weg. Ich bin verwirrt. Kamerasteuerung ist nicht ganz so geil. Aber ich denke, das ist auch hauptsächlich da der Tatsache geschuldet, dass es ja eigentlich ein Vita-Game war. Sag schnell. Einen. Denkst du, mir fällt's ein?
PSP, PlayStation Portable Spiel war. Ja, nur noch 8 Tage. Kommt's Gute in der Summa raus. Nur Müll. Okay, Schalter und wichtige Objekte mit einem Pfeil. Dann können wir X, um eine Handlung auszuführen. Okay, das haben wir gemacht. Wir gucken trotzdem hier erstmal außen rum nochmal. Oh, hier können wir es aufsammeln wohl. Eine Kennungsmarke erhalten. Also so eine Hundemarke wahrscheinlich. So. Ab zur Brücke. Ich hoffe, dass es nicht ganz so linear wird am Ende. Ich hoffe so ein bisschen auf größere Welt. Okay, Truppentransporter, das ist schon mal interessant. Wir probieren hier diesen Ball mal aus. Die können uns nicht abschießen. Und ich glaube, wir haben Level Up gehabt oder sowas. Die Musik war auf jeden Fall da. Same here. Sync, what's your status? Geht irgendwie nicht. Everything's buttery smooth over here. Eight. Kannst einfach Button meschen. Well, ah, okay. Sounds like we're on schedule. Du mit den kaputt oder nicht? Gibt da noch mehr? Ah, da sind noch welche. Machst du Platz, machst du Platz. Ich denke, da muss man sich ans Kampfsystem echt gewöhnen. Ja, hoffentlich. Aber hast schon irgendwo recht. Irgendwas ist hier noch. Okay, nee, nur muss geladen werden. The counterattack took the Empire by surprise, and the battle seemed to favor the Dominion. Then, 3 hours into the operation, many of the Dominion's airship squadrons had not yet fully achieved their objectives. A lack of experience combined with Imperial counterattacks was jeopardizing the operation. To make matters worse, without access to their most powerful weapon, magic, Rubrum's ground forces suffered severe casualties and were unable to reach their objective, Academia. Okay, also müssen wir zur Akademie? Class Zero, do you read me? Was ist denn das da links? This is Intel. We've located part of the jamming device that's affecting Rubrum. Willst du verarschen? It's inside the Militechi flagship in the airship docking bay. Head there. Okay, hier können wir speichern. Untersuchen. Kampfmitglieder, was geht hier ab? Aktiv. Aktiv, aktiv. Ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich hoffe, nichts Falsches. Okay, so, speichern wir erstmal. Okay, das ist gespeichert wohl. Ausrüstung, mal gucken. Also wir können sogar wohl die Waffe wechseln, Accessoires und Fertigkeiten und Magie. Also relativ mager, was das angeht. Aufwertung, was können wir da machen? Fertigkeiten. Analyse. Dafür brauchen wir AP. 7 AP haben wir wohl. Kombo-Stärkung. Eine normale Kombo um einen Finish. Ich denke, das können wir machen. Okay. Jetzt ist die Frage, gilt das jetzt nur für ihn oder für die komplette... Nee, jeder hat seine eigenen, die er verteilen kann. Das ist gut. Warte mal.
So. Heilsatz, was ist das denn? Oh, nice. Bisschen Heal ist wahrscheinlich nicht verkehrt. So, dann gehen wir raus. Und lernen mit denen hier noch Sachen. Oh, hier könnten wir das verbessern, den Sprung. Machen wir mal Crit. Wenn sich das noch so unterteilen lässt, ist das gar nicht mal so verkehrt, nehme ich mal an. Okay, was ist Richtkreuz? Kreuzförmiges Licht erschaffen, das Gegnern Schaden zufügt und den TP der... Ach was, das macht Schaden und heilt gleichzeitig. Ist jetzt die Frage, was besser ist, Kosten? Geschwindigkeit wäre halt nice. Ich würde lieber auf Geschwindigkeit gehen, deswegen sparen wir lieber erstmal. Statuswerte. Ah, da brauchen wir Gegenstände. Interessant. Speichern wir nochmal, wir haben ja was geändert. Dann gucken wir mal, ne? Und das ist wieder so ein Healing-Gedöns. Der macht uns wohl nichts. Hier gibt's was. So. Erkennungsmarke erhalten. Das für einer. Ach, das sind unsere beiden. Ich denke mal, wir müssen hier rum weiter. Zum Luftschiff-Dock. Blocken und Defensivmagie. Ja. Das ist schon cool mit dem Spyro-Brett oder wie auch immer es hieß. Blocken und Defensivmagie. Bleib stehen und halte Kreis gedrückt. Okay. Und da könnten wir Blocken oder Defensivmagie benutzen. Okay, das hat schon mal geklappt. Jetzt haben wir quasi durch die Mauer unsere linke Flanke gedeckt, wenn ich das richtig deute. Und zumindest kurzfristig. Oh, oh. Wir haben nicht genug Magiepunkte wohl. Und er macht gar nichts. Warum trifft er nicht? Zu weit weg. Und was machen die anderen da? Sind die dumm? Wir müssen auf jeden Fall hier diese Boxen benutzen und ich denke, wir müssen dort hinten hin. Oh. Oh, da ist nämlich so ein Schalter. Und ich denke, wir müssen diesen Schalter irgendwie benutzen. Wir rennen da mal hin. Oh, das mit Kartensatz ist diese Mischmasch, sage ich jetzt mal. Oh, scheiße. Steh wieder auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass wir diesen Schutzengelkram haben. Ich meine, einerseits gut, dass wir jetzt noch nicht umgefallen sind, aber andererseits auch ein bisschen doof, sage ich jetzt mal. Okay, jetzt haben wir eine Brücke hochgeschaltet. Das ist, denke ich, gut. Und das hier bekommt auch tatsächlich Risse. Das finde ich ganz nice. Aufpassen vor diesem Riesending dann bei Gelegenheit. Ich kenne die Stimme von dem einen, der hier Englisch durch die Gegend labert.
Also ich weiß nicht mehr aus was für einem anderen Spiel. Jetzt gucken wir mal, dass wir den versuchen hier hinter der Mauer kaputt zu bremsen. Der scheint verschiedene HP-Balken zu haben. Jetzt verliert er seine eigentliche HP. Frage ist, kriegen wir einen Down, bevor die Mauer bricht? Nein, kriegen wir. Knapp. Ein AP erhalten. Sehr schön. War ein bisschen cheaten fast schon. 8 MP bekommen, das ist gut. Bisschen umschauen. Ich weiß nicht, durch dieses Unscharfe, wenn man die Kamera bewegt, tun mir die Augen ein bisschen weh. Ist irgendwie nicht so schön. Können wir hier hochklettern? Nee, nicht wirklich. Können wir überfallen. Ja, da hast du wohl recht. Ist auch meine Devise. Ah, der eine Typ, der da labert, das ist die gleiche Stimme wie Teddy aus Persona. Hallo, ich will da nach vorne. Ich will das Krabs einsammeln. Sehr gut. 8 MP bekommen. Können wir auch außen rum gehen? Können wir auch. Sehr schön. Können wir das kaputt machen? Ach, Tatsache. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass diese Heilterminals hier alle vorzulang sind. Das ist kaum Downtime. The signal is coming from just beyond there. Take it out. Die Gegner haben die Stimme von Teddy aus Persona. Der ist es. Okay, die sind stärker als so ein Roboter. Wer hätte das erwartet? Ich sicherlich nicht. Aber die Karten funktionieren ganz gut. Da oben sind auch welche. What the fuck? Okay, wir wurden geheilt. Von unseren Leuten. Das ist gut. Treff jetzt auch nochmal, Mann. Boah, Mann. Raketenwerfer geht's jetzt ab. Okay, den Hammer. Okay. Hier muss aber irgendwo noch ein Gegner sein, sonst würden die da nicht kämpfen. Hingezaubert. Und der da oben, das ist einer mit seinem Raketenwerfer, der ist anscheinend halt extra gegen so Defensivschilder und so weiter da, nehme ich mal an. Weil immer wenn der trifft, dann kriegen wir ganz schön viel abgezogen oder gleich Risse, sagen wir es mal so. Wie er da ausweicht die ganze Zeit, der Saftsack.
lieber nicht in den Nahkampf kommen. Jawohl. Gut, den haben wir kaputt gemacht. Und jetzt ist da vorne irgend so eine Art Generator oder sowas. Schauen aber hier links nochmal. Ne, gibt's nix. Genau, Persona. Und jetzt? Kristallit platzieren. Das machen wir mal. Time to pull out. Good work. Now get out of there before the ship crashes. Wie was Schiff? Bitte was? Okay, also das Schiff geht auf jeden Fall kaputt. So viel ist mal sicher. Ey, also langsam reicht mir das, ne? Wenn ihr mich hier nicht meine Cheaterwand aufstellen lasst, flippe ich mal ein bisschen aus. Oh, oh, oh. Ich wollte gerade sagen, umsonst Respekt gehabt, aber nein, wir müssen groß. Groß sind wir. Alter, brennt uns hinter uns alles weg. Wir können gar nicht hier bleiben, oder was? Wir müssen weiter nach vorne. Wenn ich das richtig verstehe. Tatsache, diese Flammenwand kommt immer näher. Das ist gut gemacht. Oh, wer ist das denn? Machina. Rev. Take it easy now. Yeah. I'm okay. But Machina, the crystal. Yeah, I saw. It looks like its power is returning. Come on, Machina. All right. Bei mir war es auch ähnlich. Ich glaube, ich bin mit der gleichen Gruppe losgezogen. Okay, also wir sollen uns sammeln. Besten wäre es, wenn wir nochmal so ein Terminal erreichen. Ah, okay, jetzt geht's wohl richtig los. Jetzt sind diese Phönixketten kaputt. Unknown weapon signature detected in the arena. We believe it's a new type of Magitek armor with an onboard jammer. Okay, so. Kampfmitglieder wollen wir nicht umstellen, Ausrüstung eventuell, ne, wollen wir auch nicht, wenn wir gar nichts bekommen haben. Fertigkeiten, da wollten wir bei ihr jetzt was machen, und zwar die Geschwindigkeit eventuell erhöhen. Ach, die Drehgeschwindigkeit, was soll das denn bedeuten? Servus! Ja, Yukiko habe ich damals Avancen gemacht. Machen wir. Ne, eigentlich, wenn das 8 kostet, das muss was bringen. Wir machen das jetzt einfach mal. Und wir können den Rest ja noch dazu lernen. So, wie sieht's hier aus? Haben wir 6? Könnten wir die Sprungkosten senken oder hier das Tempo verbessern? Bewegungsgeschwindigkeit. Ich denke, das wäre echt ganz gut für ein Mili. So, Peilsatz haben wir schon. Wir könnten Nahkampf machen. Wollen wir Nahkampf machen? Ich denke eher nicht. Ich finde das als Range ganz gut. Wir gucken mal lieber, was jetzt hier mit Statuswerten geht. Geht immer noch nichts. Dann speichern wir mal und gehen weiter. So, zurück.
Klingt das jetzt nur, weil Norden Norden ist oder weil wir nach Norden müssen? Das ist, ich glaube, weil wir nach Norden müssen. Oh, cool. Let's hear that report again. Sir, Vessel 6 has been confirmed destroyed. Looks like we have an anomaly on our hands. What about the 401st and 903rd? I can't reach either company, sir. Keep trying. Sir, Byakuya 10, Byakuya 10, this is Kusabi. Bring me that survivor. The one from the 161st. Sir. Corporal Boz of 161st. So, you're certain you saw the enemy using magic? Yes, sir. My understanding is that after witnessing this, you fled from the battle. Then your unit was annihilated. Is that correct? Yes. I felt it was my duty to report. In the Militesi army, we do not tolerate soldiers who flee from their fear. The 161st Company was wiped out by Dominion magic. Claim us up. Sir. Servus, Fussel. So even a Lassie like Kune cannot keep the Vermilion Bird Crystal in check. Well, this sucks. Where'd these rats crawl out from? Alles noch total verwirrend, finde ich. Okay, das ist so ein Roboter, wie er uns vorhin angegriffen hat. This really sucks. Bei der sagt aber auch alles. Was ich interessant finde, ist, das muss ja irgendwie mit Final Fantasy 13 in Verbindung stehen, wenn die ganze Zeit von LC sprechen und so weiter. Oh, wow, ihr fuck! Kratzt man sich mal kurz am Ohr und schon ein bisschen abgeballert, oder was? Ah ja. Okay, wir gehen erstmal gucken, was können wir machen. Hier abbauen ist nichts. Das ist scheiße. Vielleicht können wir die auch gar nicht töten. Oder wir müssen sie töten und ich habe keine Ahnung wie. Einfach mal Truff da jetzt. Queen hat Vita benutzt. Okay, den einen haben wir schon mal down. Der hat uns von der Seite erwischt, der Arsch. Machen wir mal den Kartensatz so lange, bis wir ihn hier rausbekommen. Oh, das hat guten Schaden gemacht. Sollten dennoch aufpassen, dass wir... Ah, hier. Das hat gut funktioniert. Und wieder weg. Bevor der uns hier dumm kommt. Jawohl, den haben wir besiegt. Eine weiße Anima erhalten, okay. Da hinten können wir was einsammeln. Eine Feldration erhalten. Warum ist das da so grün? Ich verstehe das alles noch nicht so wirklich. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall hier links wohl weiter. Und da ist so ein Riesenstrahl Richtung Himmel. Wir müssen sie retten. Okay, andere Kadetten. Ram!
Na, alles Gute, Fussel, zum Geburtstag. Same old routine. Try something new. Let's end this right now. Now then. Huh? Okay, da sind wir. Nee, das wird nicht schwer, das sind andere. Was zur Hölle? Ist das Odin oder was? They summoned here inside my jammer field? How? Ist es Felicia Day? Ich verstehe gerade nur Bahnhof, ey, was geht hier ab? Okay, Mondspalter, Flächenangriff, Kavallerist, Odin, also es ist Odin, drängt vorwärts, es lebt mir, weicht springende Angriffen aus, sowohl das Schiff, Pferd meine ich. Tödlicher Angriff. Yeah, das ist cool. Das ist immer drauf gebannt. Haben wir jetzt den Damage abbekommen? Was war das? Spielt sich gerade ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Er scheint aber auf jeden Fall stärker zu sein als das Roboter-Ding. Okay, nicht mehr viel, dann haben wir's. Wie verfehlt, hallo? Okay, Sieg, sehr schön. Ja, ich meine, Odin ist Odin, ne? Das ist einer der besten, den liebe ich seit Final Fantasy 7, eigentlich schon vorher. Okay, der. Wie müssen wir jetzt nochmal gegen das Ding kämpfen, oder was? Hallo? Kampf mit die. Oh nein, wir sind mit einem anderen Team unterwegs. So, ich weiß schon, wen ich nehmen werde. Nee, die interessante Dame hier. Wow, was ist das denn? Das ist ja... Hallo? Das ist ja geil. Meine Fresse, was geht hier ab? Ich meine, klar, ich habe jetzt noch nichts Wirkliches gemacht, aber... bin halb tot. Das ist super gut. Und irgendwie können wir jetzt wirklich sterben. Von daher... Kartensatz. Ach so. Hä? Wieso sind wir denn... Aber gut, dass er uns mit einem Schlag kaputt macht, quasi. Und mit dem Kartensatz können wir quasi Kombos machen, aber sind schon wieder tot. Das ist nicht so gut.
Haben wir irgendwie was? Hallo, wieso läuft der denn überhaupt nicht? Na, muss ja nicht. Wie laden? Hallo? Meine Fresse. Na, dann feier aber noch schön, Fussel. Nein! Nein! Okay, es ist härter, als ich dachte. Aber es muss da irgendwie Items oder sowas geben. Wir haben doch da so 5 Flaschen unten in der Ecke. Ich check das nicht. Guck mal, hier können wir was einsammeln. Einen Heiltrank haben wir erhalten. Wie können wir Heiltränke einsetzen? Pause drücken oder was? Okay, das macht schon mal hier keine Pause, während wir Pause drücken. Hä? Ausrüsten. Das sieht doch, glaube ich, gut aus. Er ist ausgerüstet. Hä? Moment, nochmal. Gucken wir mal hier. Kommando 1, Nebenkommando. SO, was heißt SO? Was ist ein SO? Na, Fussel, heute bist du auf jeden Fall der Beste. Aber danke für das Lob. Was ihr immer für Ängste habt, ey. Hä? Warte mal. Ah, ne, das haben wir schon gesehen. Okay, okay. Das drücken wir mal weg. Hm? Well, this... Also wir müssen auf jeden Fall viel mehr in Bewegung bleiben. So viel ist mal sicher. Okay, und Kartensatz benutzen kostet ATP, also Action meine ich. Schon mal gut zu wissen. Na, unangenehm. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Kann ja auch nicht jeder alles mögen. Ich glaube aber, von hier können wir den kaputt machen, ohne dass er uns blöd kommt. Okay, das hat schon mal geklappt. Trotzdem, jetzt nochmal ganz kurz für mich nachdenken. Wir halten uns erstmal voll hier durch rumstehen. Das Problem ist, diese Schildmarkie hat uns gar nichts gebracht eben im ersten Moment, weil das mit einem Schuss kaputt gemacht worden ist. Verrückt. Verrückt. Okay, okay, hier, komm. Kupo, Kupo. Drücken wir weg. Das müssen wir wieder machen. Was bin ich froh, dass ich nicht auch schwer gemacht habe.
Kann natürlich sein, dass Odin Level 99 ist, ganz einfach aus dem Grund, dass er eine Esper ist letztendlich. Nup, 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 hier nach vorne. Na gut. Mach ihn platt. Den haben wir umgeworfen eben. Sehr interessant. Sieg, okay. Jetzt über trotzdem. Hey, England ist auch cool. Wie kriegen wir die jetzt kaputt am besten? Okay, da ist was auf dem Boden. Das scheint aber keine Rolle zu spielen. Ja, hallo? Wollt ihr mich verarschen? Am besten unterwegs bleiben, weil wir werden von irgendwo zwischendurch geheilt. Ich flippe aus. Geblockt. Tolle Wurst, ey. Hallo, kriege ich noch einen Heal? Okay, ich habe einen Heal bekommen. Wir machen aber kaum Schaden. Probieren mal Eisbuch. Das scheint nur ein Nahkampf zu sein. Was? Der Mech hat sich erholt? Du musst ihn wohl nochmal besiegen? Ich verstehe es nicht. Kann ich hier was machen? Nee, ne? Der ist echt so langsam. Warum ist er so langsam? Vielleicht macht er das auch nur auf... Nee, macht doch Nahkampf. Muss es, denke ich, nicht verstehen. Gnadenstoß? Wie soll ich denn den Gnadenstoß? Hä? Vor allem habe ich ja von dem Mech auch... Kann ich den irgendwie anders noch? Was? Ich verstehe gar nicht. Wieso habe ich den jetzt besiegt? Hä? Hallo? Komisch. Okay, Missionsbewertung D ist natürlich sehr gut. Magie aktualisiert, Feuer FLT freigeschaltet. Final Elixier 1 haben wir bekommen.
VP-Sortiment aktualisiert, Akademie-Deck freigeschaltet. Final Elixier. Also alles, was wir machen, hat irgendwie Auswirkungen. This sucks. Die ist eh nicht tot, die konnte sich da einfach reinwarpen, die wirst du schon rausgeworpt haben. Who are you people? Those red cloaks. No way. Ninetale is down! Communication lost with Kunmi! Impossible! What's going on out there? The Vermilion Bird Crystal is fully restored. Magic readings in all sectors. Wait, .68. A Lassie? A Vermilion Bird Lassie! I've lost contact with the 204th and 208th. Get our men out of there. Attention all units in Dominion territory. Halt all military operations and withdraw at once. Nö. Retreat! Retreat! Send HQ a code 991. We're transitioning to Operation Northern Dawn. Sir! To come this far just to be turned back. 6 hours into the operation, Rubrum's Agito Cadet Class Zero achieved its objective. And the Dominion succeeded in taking back its territory. It was here that Class Zero made its first mark in the pages of history. Misfortune has befallen Academia and the Dominion at large. The Militesi Empire has broken the quadripartite crystal space. Ich guck grad mal wegen Speichern hier. Which was forged through the courage and wisdom of our forebearers. Because of this deplorable, gravely unwarranted and unforgivable breach of faith, we have all lost many friends and loved ones. And yet, here I stand before you. Proof. The Militesi forces that still unlawfully occupy our territories and liberate our villages, cities, and citizens that continue to suffer at the hands of the Empire. Rubrum is not in this alone. All of Oriens must confront this challenge. I hope that you will all remember this as a new... Chancellor! Anathemic readings in Lorca. What? Also bisher recht linear, muss ich sagen. One day, historians may refer to this as Tempus Finis. Nonsense. This is not the beginning of the end. It is the first ray of hope, one that we've brought forth. Da geht irgendwie gar nichts. In 842 RG, an Ultima Bomb, powerful enough to obliterate an entire continent, was dropped on the Black Peristylium in Lorica. In the blink of an eye, the Lorican Alliance, which had stood proud for 700 years, was completely erased from the continent of Oriens. Okay, so, wir können speichern. Ich denke, das ist ganz gut. Und machen wir dann auch gleichzeitig mal einen Cut an der Stelle. Leider gezwungenermaßen. Ich bedanke mich bei allen, die zugeguckt haben und jetzt auch wahrscheinlich gar nicht mehr gucken können. Trotzdem, Dankeschön und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Raise the Vermilion.